Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu 7 Days zu Hüpf. Weil die Nina da gerade die ganze Zeit durch die Gegend wuselt. Nee, zu 7 Days zu Maki. Mit dem Maki und dem Zwerg und der Ice Lady. Hallo. Der Isel, beziehungsweise der Affe. Sag mal, Freunde, es wird schon wieder dunkel. Was? Im Ernst? Ja, also, es ist 5. Wie sollen wir jemals zurückkommen? Ich will jetzt auch noch nicht gehen, wir sind gerade erst angekommen. Aber wie sollen wir jemals wieder zurückkommen? Mit dem Moped. Müssen wir jetzt finden. Okay, lass mal ein Moped finden, würde ich sagen. Ey, das ist voll der Plan. Wir suchen jetzt so lange, bis wir eins haben. Vorher kommen wir eh nicht zurück. Ich mache jetzt erstmal... Oh. Aber wo bist du denn schon wieder hin? Ich finde dich nicht. Ich bin hier in irgendeinem komischen Haus. Ich kann dich jetzt auch wieder tracken. Ich versuche gerade durch eine Tür durchzukommen, aber das erweist sich halt schwierig. Mann. Ich glaube, wir sollten in irgendeinem Haus bleiben, wenn es jetzt direkt dunkel wird. Ja, wenn, dann können wir uns ja einbunkern. Ihr könnt es vergessen, ihr lasst mich hier nicht alleine bei der Bude. Ja, aber es geht nicht. Wie sollen wir das denn machen? Das lohnt sich vor allem auch gar nicht. Warte mal, ich brauche jetzt eine Stone Axe. Hör dir das, Freunde, das ist Maki, ja? Wie zum Zwerg zurück, das lohnt sich doch überhaupt gar nicht. Nein, der ist bestimmt schon tot, bis wir ankommen. So. Genau. Oh, das da hinten sieht aus wie der Rand der Welt. Ja, ich komme durch. Yes, ich bin durch. Das ist toll gemacht. Ach, jetzt mach's auch wieder zu. Was? Ja, das ist was anderes. Hey, hier ist ja immer gar nichts. Das ist ein tolles Haus. Hast du so viel rausgesucht. Das ist das kleinste Haus, was du hier hättest finden können. Das war echt irgendwie ein bisschen ungünstig. Okay, lass ein größeres Haus gehen. Das hat sich gelohnt, die Tür aufzumachen. Warte mal. Nein, ich will kein Fass. Wieso hab ich denn jetzt das Fass mitgenommen? Ein Fass. Was wäre denn jetzt hier gut? Das hier. Moment, da ist sogar die Tür offen. Da waren wir. War das nicht das, wo wir eben drin waren? Nein. Das hört sich aber nicht so. Verdammte Scheiße! Ich hab Aviator Googles. Ich bin der coolste Maki überhaupt. In der Küche Zombies. Raus. Ich hab draußen Aviator Zombies, Googles. Zombies. Ich hab Goggles. Aviator Goggles. Ich weiß auch noch nicht mal, was das ist. Die muss ich jetzt aufsetzen. Boah, bin ich jetzt cool. Hilfe. Look at me, I'm awesome. Oh, das ist echt der Rand. Nee, hier geht's übelst. Guck mal, was hier für ein Hang ist, wie das aussieht. Guck dir das mal an. What the fuck? Wo bist du? Oh, da rennt auf mich zu. Bist du das? Ach, ja, bist du durch. Das ist heilige Mutter Gott, was ist das denn? Sag ich doch, hier ist voll der Abhang. Was? Abhang? Ja, das voll geht der aber gar Rand nicht klar. Der Stadt. Der Rand der Welt. So, ich versuche jetzt hier mal durch die Mauer einfach durchzubrechen. Ja, da können wir mal reingehen. Kann nicht dauern. Auch da ist sogar Licht drin, wie schön. Ah, bestimmt auch ganz viele Zombies, so wie eben. Oh toll, da steht eine Tür. Oh lol, guck mal, hier neben dem Haus kannst du... Lol, was ist das denn? Hä? Hier ist... Ich sag jetzt nicht, was ich dazu denke. Bitte? Okay, jetzt will ich wissen, es ist bestimmt irgendwas, was out ist. Oh, guck mal hier. Komm mal raus. Der Riesenstiel. Neben dem Haus direkt. Was zum... Was zur Hölle ist das? Soll ich denn mal reinfallen? Bitte? Hier ist so eine Riesenspalte einfach neben dem Haus. Riesenspalte. Ja, es ist aber echt so. Das ist eine Riesenspalte. Das ist echt, was anderes kann man dazu nicht sagen. Das ist irgendwie voll furchteinflößend. Ja. Eine Riesenspalte. Ja. Dum-dum-dum. Oh Mann, Zwerg. Was denn? Okay, rein hier in die Bude. Ich will aber da dann ganz gerne eigentlich noch reingehen. Ich will mir das angucken. Erstmal ein Bild die Spalte mitnehmen. Die Spalte? Die Folge heißt dann Expedition in die Spalte. Das ist dann toll. Und ich werde dann wieder diskriminiert, ja. Und dann heißt es wieder bei mir in den Kommentaren, hey Zwerg, jetzt mach nochmal halblang, da schauen Kinder zu. Was? Jedes Mal, ja. Ich werde diskriminiert, weil ihr hier irgendwas von Spalten erzählt. Nein, aber es ist doch echt so. Okay. Was soll man dazu mehr sagen? Das ist krass, du gehst einfach ums Haus und denkst so, yo, alles klar bei mir. Und dann auf einmal klafft da so eine Spalte in der Spalte. Warum? Das kennt man ja so aus dem Real Life und so. Ach, Spalte. Spalte, du hier. Neben dem Haus gewachsen. So kennt man das. So, ich habe Vitamine gefunden und Alkohol. Oh,
Also, ja, das brauchen wir. Das, was der Maki halt so tut, ne? Wenn er allein unterwegs ist. Hey, hier geht's rauf. Oh, jetzt brechen bestimmt gleich meine Knöchelchen. Ich sehe nichts. Oh, je. Oh nein, es wird schon wieder finster. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Ich sehe nichts. Freunde, es regnet schon wieder. Sag mal, das war jetzt echt ein trüber Tag, der Tag 2. Hier liegt eine Leiche. Ich komme da wieder nicht hoch und hier ist alles voll mit Zombies. Hier ist voll mit... Verfluchte Scheiße! Was machst du denn die ganze Zeit? Bäume fällen. Wie schaffst du das denn? Ich wäre ständig von dem blöden Baum getroffen. Na, ich würde sagen, wir gehen jetzt. Ja. Aber ich will nicht runter. Ach, okay. Ich glaube, wir kriegen jetzt gleich Besuch. Komm schnell, ich will hier nicht allein sein. Ich würde sagen, wir gehen. Setz dich nicht so toll an. Die brechen nämlich jetzt hier gleich durch. Okay, let's go. Ich nehme das mal mit und zack, weg. Fragt sich nur, wohin? Das fragt sich echt. Hier den Abhang runter, würde ich sagen. Oder in die Spalte rein. Spalt. Komm, wir suchen in der Spalte Schutz. Vielleicht kommen sie da nicht rein. Hey, Moment mal, das machen wir jetzt. Wir ich gehe da jetzt auch rein. Ich will jetzt meinen Bogen erstmal in mein Inventar. Moment, du willst da reinspringen? Ich gehe da jetzt rein, ja. Da ist doch nichts. Auch von der anderen Seite. Vielleicht ist man da geschützt. Ich wollte eigentlich die Zombies da reinlocken und du willst da selber reinhüpfen. Ich probiere das jetzt. Weil hier an der einen Seite kann man reinlaufen. Komm hier, Mr. Zombie. Komm hier nie wieder raus, das ist zu steil. Oh Gott, ich sitze hier ganz tief in der Spalte drin hier unten. Ich schmeiß mal den Zombie hinterher. Oh, ich komme hier nicht mehr raus, im Ernst. Ah nein, hey, der Zombie, der ist sogar intelligent. Im Ernst, ich komme hier nie wieder raus. Ich hab's doch gesagt. Ach, was mach ich denn jetzt bitte? Ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Nein. Warum, was ist da los? Ich kann mich nicht bewegen. Da kommt noch eine Zombie-Leiche hinterher. Also was ihr da gerade von euch gibt, das hört sich sehr verstörend an. Sie wollte unbedingt die Spalte untersuchen. Ich hänge hier ganz tief drin in der Sache. Ich komme hier nie wieder raus. Das wird immer besser, jetzt hängt sie schon tief drin in der Sache. Es wird echt nicht besser, ja, mit euch beiden. Oh Gott. Ja, im Ernst, was mache ich jetzt, wenn ich absolut gar nichts mehr tun kann? Kill yourself. Wie kann ich mich denn töten? Keine Ahnung. Wie soll man sich denn hier töten in diesem Spiel? Lauf so lange gegen eine Wand, Ich kann mich gar nicht bewegen. Ich kann mich absolut gar nicht bewegen. Ich könnte dir hinterher hüpfen, dann könnte ich dich ja schlagen. Du kommst mit selber das Problem. Gegenseitig. Dann müssten wir das halt so perfekt timen. Okay, jetzt habe ich den größten Scheiß ewig. Oh nee, ich komme nicht noch raus. Ich habe Miso-Suppe gefunden. Ich pfeife mir jetzt Miso-Suppe rein. Im Ernst, was tue ich denn jetzt? Zwerg, was machen wir? Was? Ich höre erstmal Zwerg um Rat fragen. Ich höre Zombies. Ich kann nicht mal hüpfen. Ja, ich fühle mich hier ganz sicher und geborgen. Das ist toll. Hier sind schon wieder mega viele Zombies, Freunde. Boah, ich kann den Stein schlagen. Oh, was? Ich bin durch die Welt gefallen. Was? Sehr What gut. What the fuck? Da ist eine Sonne und hier ist Himmel. Und ich falle. Und jetzt ist es blau. Okay, ich glaube, du träumst. Und meine Hände machen komische Verrenkungen. What the fuck? Was hast du genommen? Was war in der Spalte? Meine Hände sehen aus wie Spinnen und ich falle durch eine Wolkensonnenwelt. Gut. Das ist toll. Das hört sich irgendwie echt sehr fantastisch an. Oh, ich glaube, hier unten gibt es doch bestimmt... Da geht's doch bestimmt in den Waffenschrank. What the fuck passiert? Oh mein Gott. Was? Und da ist der Mond. Oh, ich kann den Mond und die Sonne sehen. Das ist der beste Tag in diesem Spiel. Was? Erzähl uns mehr von deinen Nirvana-Geschichten oder wie auch immer. Okay, also meine Hände, die gehen übelst ab wie so Spinnen. Und ey, das ist jetzt schon fast ein Softporno hier. Es ist, hört jetzt sofort auf, ja? Was soll ich denn tun? Ich würde sagen, how about the relock? Ich komme hier nie wieder weg. Die Folge ist so verstörend. Ja. Von vorne bis hinten. Ich bin in die tiefe Spalte gefallen und jetzt tanze ich in einem Himmel aus Händen und ich bin und in die tiefe Wolken. Spalte gefallen. Die Spalte ist dort überall. Ah. Oh mein Gott. Ihr mit euren Sauereien da.
Ich hab gar nichts gemacht. Maki, du bist immer schuld. Oh. Macht Sinn. Geh kaputt, Tür. Geh kaputt. Ich habe noch nie so lustige Finger gesehen, ganz ehrlich. Was ist denn da los? Okay, ich muss, glaube ich. Nein, wie lang, das bringt nichts. Locked. Fuck. Wie kann ich den Gun Safe aufmachen? Wenn er gelockt ist, gar nicht. Was? Dann habe ich jetzt umsonst hier so lange rumgeschlagen. Toll, und ich finde nicht mal mehr raus. Ernsthaft, ich weiß nicht, wo sie rausgeht. Hm? Ah! Der Boden macht komische Geräusche. Was? Ah, hier geht's raus. Was spielt ihr denn für ein Spiel da bitte? Seven Days ist so horrormäßig wie noch nie. Ich komme hier nie mehr raus. Frag mal Nina. War aber jetzt auch ein schöner Ort, muss ich sagen. So im Himmel, so. Fand ich schon toll. Also da waren keine Zombies, da war nur ich, die Sonne, der Mond und meine komischen Hände. Bist du jetzt eigentlich gestorben? Ich versuche zu respawnen. Und ich bin auf einem Hausdach. Das ist toll. Wie komme ich denn hier hoch? Und vor allem, wie komme ich wieder runter? Ich bin auf einem Hausdach drauf, ganz Moment. Oben. Ich komme hier nicht lebend runter. Wie soll ich das machen? Ich schau mal gerade, wo du... Hä? Zum Teufel bist du gespawnt? Ich bin irgendwo, um mich rum ist absolut nichts erkundet. Ich hab keine Ahnung. Warte, ich track dich mal. Da. Du musst in der Richtung sein. Nee, Moment, das ist zwergig. Ich bin so weit weg. Ich hab keine Ahnung, wo hier irgendwas sein soll. Da! Oh Gott, du bist echt voll am Hintern. Ich bin einmal durch die Welt gefallen. Einmal durch die Welt gefallen? Das ist echt so. Ich versuche immer noch die Mine zu graben. Ja, und ich breche mir jetzt bestimmt gleich wieder die Knochen, weil ich die Leiter nicht raufsteigen kann. Komm zu mir! Was? Komm zu mir, ich bin allein am Arsch der Welt. Zwerg, schau dir das mal auf der Karte an, wo sie gerade ist. Ich sehe euch beide nicht mehr. Doch, da ist der Maki. Wie groß ist die Map denn? Was ist denn da los? Die wird unendlich groß generiert. Was? Und wieso? Wo bin ich denn dann? Weiß ich nicht. Track einfach. Ich schon gesagt, du bist am Hintern. Ich glaube, ich kann das auch gar nicht zurücklaufen. Ich brauche die nächsten 15 Folgen. Dann versuche, einen Zombie reinzurollen. Du hast doch dein Bett irgendwo, oder? Stimmt, gute Idee. Let's suicide. Nach dem Erlebnis eben direkt nochmal. Ich habe einen Cooking Pot und Coffee Beans. Ja, ein Cooking Pot. Wir brauchen was anderes, Maki. Hallo? Du weißt schon, aber ja, ich habe ja schon genug Iron Pipes. Ja, aber wir können kein Furnace, oder? Ist das dein Ernst? Sie tötet mich nicht. Ich stehe da hinter ihrem Gesicht und die greift mich nicht an. Was ist denn los? Die läuft weg. Ich würde dir helfen, indem ich dich töte. Bin ich so hässlich, nachdem ich aus der Spalte rausgekommen bin, dass sie mich jetzt nicht mehr als Lebewesen ansehen? Nichts greift mich an. Sie war in der Todesspalte. Im Ernst, mich greift gar nichts mehr an. Was ist da los? Ey, aber es schaut hier gerade verdammt gruselig aus. Die Todesspalte. Bad. Proudly presented by Ice Lady. Da hinten ist irgendwie Mütze im Sand. Was ist denn hier los mit diesem komischen Spiel? Ich glaube, ich werde die Nacht hier verbringen. Der Maki wird die Nacht hier verbringen. Also in der Stadt, das wäre glaube ich ganz lustig. Geh doch auch mal da rein, wo ich eben war. Das ist ein tolles, einmaliges Erlebnis. Das ist voll der geile Stoff, das mache ich in einer extra Folge. Lol, und jetzt ist hier pinker Nebel. Was ist denn hier los? Irgendwas stimmt mit deinen Grafikeinstellungen glaube ich nicht so ganz. Nee. Hast du vielleicht irgendwo Magic Mushrooms aufgegriffen oder so? Nein, aber es ist echt so. Jetzt ist der Himmel pink. What? Ganz bestimmt. Ja, aber ich muss sagen, ich krieg daraus sehr interessante Folgen. Oh, hier ist ein altes Auto. Ja, aber das ist ganz schön kaputt. Ups. Ich kann ja auch in einen Kaktus laufen, um mich zu töten. Oh ja.
Ich glaube, das ist schöner, Marky. Weil die Zombies ignorieren mich sowieso. Marky, wo bist du? Ich bin immer noch in der Stadt. Komm doch mal her. Nö, mir gefällt's hier. Ich will hier bleiben. Warum? Ich hab's doch gerade gesagt, mir gefällt's hier. Und ich will nicht ohne Epic Loot nach Hause kommen. Ich suche jetzt auch noch ein bisschen, bevor ich sterbe. Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, 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 Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, Loot, Loot. So. Ich mache meine Türen gerne mit Couchteilen zu. Na gut. Das freut ja, mich das sehr, Herr Marky. Ja, es funktioniert noch nicht, weil ich... Jetzt, komm, funktioniere. Okay, das hat nicht funktioniert. Wir haben bald wieder 12 und dann wird's wieder gefährlich. Oh yes. Ich bin mal gespannt, ob die Bude diesmal standhält. Oh, komm. Ich auch. Was hast du denn noch gemacht? Wir haben mittlerweile einen eigenen Minenbau. Was? Ja. Wir haben einen eigenen Zugang, also einen direkten Zugang zur Mine. Oh, da kommt einer. Doch hier die ganze Zeit irgendwelche Zombies gehört. Wo ist denn der jetzt hin? Oh, Magnum Grip. Einen epischen. Hm. Ey, was habe ich jetzt gerade aufgenommen? Einen Shopping Basket. Ich habe einen Shopping Basket aufgenommen. Attribute. Degradation Rate. Was? Ich komme halt auch nirgendwo rein, das ist voll kacke. Bitte? Was soll ich damit machen? Was mache ich denn damit? Essen. Einkaufen. Alles einfach essen. Shopping, Marky. Wie ernsthaft? Was soll ich denn machen? Shopping süß Basket. Mitnehmen. Degradation Rate. Was heißt Degradation Rate? Oh, Marky, da ist ein Bär. Da ist ein Bär. Marky, ich brauche euch. Was ist denn da? Ich bin hunted und es kommt immer mehr. Oh, fuck. Oh, das ist ja aus Beton hier. Ich bin voll fasziniert. Oh, bottled water. Marky! Oh, Gott sei Dank. Was? Ich bin wieder abgehängt. Nee, ich habe einen wieder abgeknallt. Ich verteidige unsere Bude gerade, aber irgendwie... Ich brauche Support. Oh, ich habe Bullet Schematics. Oh, echt? Gönn uns. Gönn uns alles. 762. 762? Sehr gutes Kaliber. Wie viele Pfeile braucht ihr denn, um so einen ollen Hirsch zu erlegen? Meine Güte. Hast du denn überhaupt noch ein Bett hier? Oder ist es zerlegt worden? Ja, ich dürfte da noch eins haben. Ich sehe nämlich nur Marky hier gerade. Nee, das liegt nicht im Haus, das liegt woanders. Hey, weil Zwergfisch für den Cooking Grill brauchen wir doch gar keinen. Gar keinen Furnace. Nee, nur die Eisenstangen. Aber ich meinte jetzt für den Furnace selber brauchen wir ja Bücher. Achso, ja, klar. Weil sonst das geht hier nämlich nichts voran. Das macht natürlich Sinn. Schau mal, ob ich noch irgendwas finde. Ist irgendwie. Ich höre die ganze Zeit irgendwo Zombies rumwurschteln. Ich auch. Was war das denn? Ich habe mich nur ein bisschen erschreckt. Kein Problem. Ein bisschen. Ein kleines bisschen. Ich habe diesen ollen Hirsch jetzt schon um die 10 Mal mit... Nee, bestimmt um die 20 Mal schon getroffen und das stirbt nicht. Bücher. Oh, Football Helmet. Das wollte ich schon die ganze Zeit. Ein Football Helmet? Ja, mit meinen coolen Goggles. Goggle. Boah, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Oh. Ich habe Schuhe. Schuhe. It's all about schicke the Schuhe. Schicke Schuhe. Wir haben gleich 12. Achtung. Gleich kommt das böse Geräusch. Verdammt. Also mir geht's gut und euch? Mir eigentlich auch. Eigentlich. Aber? Freund, ich habe so meine Zweifel. Ich habe noch 22 Pfeile und dann ist die Bude offen. Ich habe einen Cooking Pot. Na toll, jetzt breche ich mir gleich wieder die Knochen. Und ich habe andere Sachen. Das ist ja cool. Oh, hast du was geschafft? Andere Sachen? Ja, irgendwas. Das sieht toll aus, aber ich weiß nicht, was das ist. Warte mal, wenn ich den letzten Teil von der Leiter wegreiß, dann kommen doch die Zombies hier in der Nacht nicht rauf, oder? Sollten nicht, nein. Gut, außer die schlagen mir die Bude so zusammen, dass du einstürzt. Ah, toll.
Wenn ich das nämlich jetzt wegreiß, dann kann ich die nämlich von da eigentlich gemütlich die ganze Zeit kloppen. Der Kloppmagie. Ja, es ist soweit. Hä, wieso, bin ich handelt? Nein, da hinten ist ja einer. Ich hab euch gesagt, kommt nach Hause, aber ihr wollt nicht, Freunde. Ah, toll. Jetzt hab ich mich auch noch verletzt. Aber wie es weitergeht, liebe Freunde, das erfahrt ihr. Und noch vieles mehr. Erst in der nächsten Folge. Tschüssi. Ciao, ciao.